bete heftigst, aber der Herr hat noch nie ein Gebet von mir erhört, wenn es darum geht, einen Menschen zu erretten, zum Glauben zu bringen. Es ist so unglaublich. Der Herr erhört die unglaublichsten Gebete von mir. Aber nicht ein einziges Gebet hat der Herr erhört, wenn es darum ging, einen Menschen zum Glauben zu bringen, zur Wiedergeburt. Nein. Und meine Frau hat ja zu mir gesagt, ja, warum? Weil es mit seinem freien Willen zusammenhängt. Und das kann der Herr, das wird der Herr nicht einfach so überrumpeln. Es, den freien Willen wird respektiert. Ja. Das ist, hunderte Male hat der Herr unglaubliche Gebete von mir erhört. Unglaubliche Gebete. Aber nicht ein einziges Mal einen Menschen seine Seele errettet aufgrund meines Gebets. Also ich weiß es nicht. Also ich kenne keinen bis jetzt. Vielleicht habe ich für jemanden gebetet, der irgendwo in Mexiko oder ist zur Errettung gekommen. Ich weiß es nicht. Aber so, dass ich es weiß, kein einziger. Und das hat mich so frustriert über längere Zeit. So, dass ich auch manchmal mit dem nicht geschimpft habe mit dem Herrn Jesus, sondern traurig und so verzweifelt war, weil ich sagte, Herr, ist das nicht dein Wille, die Menschen zu retten? Warum hörst du mein Gebet nicht? Das ist doch auch dein Wille, dass die Menschen errettet werden, oder nicht? Ich war so richtig am Ausrasten, weil ich es nicht verstehen konnte, warum der Herr diese Gebete nicht hört. Aber es ist der freie Wille des Menschen. Der Herr überrumpelt das nicht. Der Herr zwingt keinen Menschen zur Wiedergeburt. Keinen. Ist unglaublich. Der geht nicht dazwischen. Also kann sein, dass der Herr ihm sehr unglaubliche Zeichen gegeben hat, demjenigen. Aber diese letzte Entscheidung, dass er das alles eben benutzt, um errettet zu werden, derjenige durch seinen freien Willen, das hat er nicht gemacht. Das ist sehr, sehr traurig. Aber es ist so, wie es ist. Der Herr weiß es am besten. Der Herr Jesus weiß es am besten, warum das so ist. Wir sind noch hier, einerseits, damit wir eben errettet werden, wiedergeboren werden, und zweitens, das anderen Leute zu retten und Gott die Ehre zu geben. Unsere Gebete, unsere Werke, die in Gott getan sind, um Frucht zu bringen, den Lohn zu bekommen für den Lohn. Deswegen sind wir hier, um Licht zu sein für die Menschheit, um sie aus der Finsternis herauszuretten. Das ist unsere einzige Aufgabe, mehr nicht. Ich wünschte bei Gott, ich wünschte bei Gott, wir könnten zusammen in den Iran fliegen und dann anfangen zu evangelisieren, ne? Im Iran. Das wäre so phänomenal, ne? Bist du noch da? Reza? Vom Hetzmobil in die Hetzwohnung. Aber ehrlich, hier geht die Hetze direkt wieder weiter. Ja, mein Bruder hat irgendwas mit der Verbindung. In Iran festnehmen. Ja, das wäre echt heftig, ne? Wenn mein Bruder und ich nach Iran fliegen könnten, um dort zu evangelisieren. Sofort, ich würde sofort 2 Wochen nehmen und ab darunter und direkt anfangen, das Wort zu verkünden. Ne? Mit Händen und Füßen mein gebrochenes Iran, Persisch, ne? Einfach machen. Ne? Das ist ja heftig. Könntest du nicht eine iranische App nutzen wie TikTok? Ja, ich würde dann einfach eventuell dann das Persische laufen lassen, ne? Leute, wir haben noch nicht mal die 300 geknackt, ne? 3, 2, 1, jetzt. Let's go. Mir geht's ganz gut, Gianmarco. Danke. Ich hoffe, euch auch. Iranische TikTok-App, ja, das wäre heftig, ne? Danke. Army im Iran mit Reza, das wäre heftig, ne?
weiß nicht, wo Reza ist. Keine Ahnung. Der hat, glaube ich, keinen Empfang oder ist rausgeflogen. Keine Ahnung. Das ist ein Frenchie, ist das. Boah, direkt ein Block drehen, ne? Armin und Reza im Iran-Block. Das wäre krass. Ich hoffe natürlich, ich bete zum Herrn, dass der Herr mein Land vom Islam befreit, ne? Dass mein Bruder und ich wieder in den Iran können, ne? Gerade am Schlafen. Was bedeutet eigentlich im Islam, dass Affen gesteinigt wurden? Ja, das ist auch ein sehr, sehr behämmertes Thema. Ne? In Sahih al-Bukhari steht, dass ein Affenweibchen Unzucht begangen hat und darauf gesteinigt wurde. Affen steinigen Affen, ey. Amir, Shalom, Shalom, Lula. Ich hoffe und bete die ganze Zeit, dass der Herr mein Land vom Islam befreit, ne? Dass der Islam rausgeht. 300.000 Dank, ihr Lieben. Wenigstens haben wir die 300.000 geknackt, ihr Wundervollen. Gott segne eure Finger, mit denen ihr tippt. Ja, ich wünschte, wir könnten natürlich irgendwie den Islam aus dem Iran rausholen. Aber das muss die iranische Bevölkerung gerade machen, ne? Die wehrt sich ja vehement dagegen. Und ich hoffe und bete natürlich, dass das Ganze auch vom Herrn genehmigt wird und der Iran vom Islam befreit wird. Was meint ihr, was dann abgehen würde? Hammer. Amir, kennst du Amirani? In Kaukasus hat man Jesus längst erwartet. Nee, habe ich noch nicht gehört. Was meint ihr, wie mein Land aufblühen würde, ne? Wenn man den Islam dort wegnimmt, ne? Jedes Land, das der Islam befallen hat, würde sofort weggehen. Danke, Isabella. In islamischen Schriften steht, dass Mohammed auf ein Einhorn geritten ist. Ja, das ist kein Einhorn, sondern das ist dieser Burak, auf diesem Rücken eines komischen Esels oder was mit Flügeln. Darauf ist er rumgeritten. Warte mal, ich kann das mal vorlesen. Einen Moment. Auf dem Rücken eines Esels, Burak. Warte mal. Bücher von CP sind echt genial. Ne? Hast du ein ganzes Buch voller Informationen, wo die Quellenangaben auch zu finden sind. Ne? Ah, hier ist das mit dem Ehebruch. Warte, lass mich mal das kurz vorlesen. Das Affenweibchen. Ein muslimisches Affenweibchen beging Ehebruch. Ist unglaublich. Einer der Gefährten des Propheten erzählt die wahre Geschichte von dem Moment, als der Zeuge wurde, wie eine muslimische Affendame dafür, dass sie Ehebruch beging, von anderen muslimischen Affen gemäß der Scharia bestraft wurde. Amr bin Maimun berichtete, Maimun bedeutet Affe für diejenigen, die Perser sind. Sie verstehen das sofort, Maimun. Amr bin Maimun berichtet, während der vorislamischen Zeit der Ignoranz sah ich ein Affenweibchen, umgeben von einer Vielzahl anderer Affen. Sie wurden von ihnen gesteinigt, weil es außerehelichen Geschlechtsverkehr hatte. Ich schloss mich ihnen an und machte bei der Steinigung mit. Sahih al-Bukhari 3849. Amr bin Maimun berichtete, ich war mit Vieh meines Stamms unterwegs und als ich auf einem hohen felsigen Klippenrand stand, sah ich einen Affen, der in dem
Arm eines Affenweibchens schlief. Diese beiden Affen waren miteinander verheiratet. Oh, Maschallah, Affen heiraten. Das ist ja heftig. Affen heiraten miteinander. Hammer. dann kam ein jüngerer männlicher Affe an zu den beiden. Er blinzelte und löste das Affenweibchen vorsichtig vom Kopf des männlichen Affen, dem Ehemann des Weibchens, der auf dem Arm des Weibchens schlief. Daraufhin folgte das Weibchen dem anderen Affenmännchen und hatte anschließend Geschlechtsverkehr mit ihm. Hinterher kehrte sie zum schlafenden älteren Affen, ihrem Ehemann, zurück und steckte ihren Arm wieder unter seinem Kopf. Dadurch erschrak er allerdings, wachte auf und beschnüffelte das Weibchen an ihren Hintern. Er schrie, weil er den Geruch des jüngeren Affen am Hintern seiner Ehefrau wahrnahm. Er schrie und die gesamte Affengemeinde kam zu ihm. Der männliche Affe schrie weiter und gab den anderen zu wissen, was passiert ist. Dann verstreuten sich die anderen Affen in alle Himmelsrichtungen und suchten nach dem Unzüchtigen. Und sie brachten den, den ich mit den Weibchen sah. Dann gruben sie für beide ein Loch in den Boden und steinigten sowohl den Unzüchtigen als auch das untreue Weibchen. Ich bezeuge, dass die Steinigung von keinem Menschen ausgeführt wurde. Fath al-Bari von Imam Ibn Hajar al-Asqalani auf der Seite 197. Affen steinigen Affen. Sie können heiraten, das ist kein Thema. Affen im Islam schaffen das schon. Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Das nimmt nochmal neue Dimensionen an. Ich geh kaputt, das ist doch nicht mehr normal, ne? Allah hat keine Freundin, aber wenn er wollte, könnte er eine haben. Das ist heftig. Mit was für Frauen teilt Allah gerne das Bett? Hätten wir uns nach einer Frau für SEX gesehen, so hätten wir uns gewiss eine der unseren nehmen können, wenn wir dies wollten. Koransure 21, 17. Hätten wir uns nach einer Frau als Gemahlin für SEX oder einem Kind zu bekommen gesehnt, so hätten wir uns gewiss eine der unseren unter den schönäugigen Jungfrauen oder Engeln aussuchen und nehmen können, wenn wir dies wollten. Wir sehnten uns nämlich nicht nach danach. Tafsir al-Jalalain, Tafsir al-Barawi, Seite 313. Wir lesen im Buch von Ibn Kathir folgendes zur Sure 21, Vers 17. Hätten wir, gemeint ist Allah, uns nach einer Frau zum Spaß haben gesehnt, so hätten wir uns gewiss eine der unseren nehmen können, wenn wir dies wollten. Ibn Abu Naji gab wieder, was von Mujahid erzählt wurde. Hätten wir uns nach einer Frau zum Spaß haben gesehnt, so hätten wir uns gewiss eine nehmen können, wenn wir dies wollten. Und er sagte, wir hätten das Paradies, die Hölle, die Auferstehung und die Abrechnung nicht gemacht. Al-Hassan sprach, Lah ist das Wort für Frau in der Sprache des jemenitischen Volkes. Und Ibrahim al-Nakhai sagte, dass mit dem Lahwan in diesem Vers die jungfräulichen, schwarzäugigen Huris gemeint sind. Also wenn Allah eine Frau, also wenn Allah ein Kind haben will, dann könnte er sich ganz leicht hier diese Huris nehmen und genau. Danke, Leute. Ja, das ist heftig. Guck mal, was die Schiiten in ihren Texten zu finden haben. Die besten Geburtshilfetipps der Propheten, des Propheten, überliefert von Abu Sa'id al-Khudri. Der Prophet sprach, ich gebiete euch, dass jeder von euch, wenn er an seine Braut herantritt, ihr die Schuhe auszieht und ihre Füße wäscht. Dann sollt ihr dem Wasser vor der Haustür die Hinterseite des Hauses betröpfeln. Tut man dies, so wird Allah 70.000 Arten von Armut den Eintritt in das Haus verbieten und 70.000 Arten von Reichtum den Eintritt in das Haus gewähren.
Euch wird der Segen in jedem Winkel des Hauses zuteil und eure Braut erkrankt niemals am Wahnsinn. Elephantiasis und Lepra, solange sie in diesem Haus lebt. Erlaubt es euren Ehefrauen nicht während der Geburtswoche von diesen vier Dingen zu essen, die da wären Joghurt, Essig, Koriander und saure Äpfel. Ali, Friede sei mit ihm, sprach, O Gesandter Allahs, warum sollte ich ihr diese vier Dinge verbieten? Der Prophet antwortete, weil die Dinge im Mutterleib Unfruchtbarkeit und Kälte verursachen. Selbst ein Holzteppich in der Ecke des Hauses hat größeren Nutzen als eine Frau, die keine Kinder gebärt. Boah, wie bösartig. Guck dir diesen bösartigen Satz an von Mohammed, ne? Ali sagte, warum sollten wir einer Frau Essig verbieten? Der Gesandte sprach, wenn eine Frau ihre monatliche Menstruation bekommt und Essig trinkt, wird sie niemals aufhören zu bluten. Ist das heftig? Und was den Koriander angeht, durch ihn erhöht sich die Menge der Menstruation in ihrem Bauch, was ihr die Geburt erschweren würde. Und saure Äpfel lassen die Menstruation vollständig versiegen und davon würde die Frau krank werden. Bihar al-Anwar, Band 100, Seite 281. Was für Weisheiten! Der übelste Zeitpunkt, um SEX zu haben. Der Prophet sprach, O Ali, mit deinen Ehefrauen keinen SEX, habe mit deinen Ehefrauen keinen SEX am Monatsanfang, in der Monatsmitte und am Monatsende, weil sonst Wahnsinn, Lepra und Dummheit über die Frau und ihr neugeborenes Kind kommen. Makarem al-Akhlaq, Seite 210. Der Prophet sprach, O Ali, habe keinen sexuellen Verkehr unter Obstbäumen. Andernfalls wird dein Sohn, wenn er unter einem Obstbaum gezeugt wurde, später zum Verbrecher und Schlechter. Also ihr Muslime, hört auf, unter einem Obstbaum hier Chaka Chaka zu machen. Wasil al-Shia. Hadith 25557, 25.557. Weiter, der Prophet sprach, O Ali, habe keinen sexuellen... Warte, oh. Der Prophet sprach, O Ali, habe keinen sexuellen Verkehr in der Nacht des Eid al-Adha, denn wird deine Frau in dieser Nacht schwanger, so gebärt sie dir einen Sohn mit 6 oder 4 Fingern. Wasil al-Shia, Hadith 25.557. Ami, ich will dich was fragen. Ja, bitte, Mustang. Mustang, was möchtest du? Was kann ich tun? What can I do for you? What can I do for you? Eine Frage, meinst du, könntest du uns Reza im Untergrund evangelisieren im Iran? Nee, ich auf keinen Fall. Ich habe ja überall mein Gesicht gezeigt. Ich bin ja mittlerweile sehr, sehr bekannt. Sobald ich den Iran betreten würde, würden die mich sofort ins Gefängnis stecken und vielleicht nach ein paar Tagen mich aufhängen. Sofort. Das wäre, ja, keine gute Idee. Ich möchte auch was fragen. Ja, Latina Style, was möchtest du fragen? Gott segne dich, Armin, dein Lachen ist so dermaßen ansteckend. Ja, ich freue mich, freut euch mit mir. TikTok sportlich. Genau, nie vergessen, TikTok sportlich zu sagen, ne? Damit ich nicht gesperrt werde. Danke, Kerub. Mami, ich hoffe, Gott passt auf dich auf. Ja, ich hoffe auch, Isabel. Betet immer für euren Dr. Sheikh, damit immer Schutz gewährt wird vom Herrn. Ne? Aber wer weiß, wie lange das gut geht, weiß man nicht. Vielleicht morgen, übermorgen, nächste Woche, irgendwann in einem Jahr, keine Ahnung. Carbonat Erol.
Ey, Name der Namen, Carbonat Aaron. Danke dir. Wirst du mal in Wien kommen? Geht das taufen? Ja, mal gucken. Je nachdem, wie der Herr das Ganze führt, ne? Wo war denn jetzt die Frage? Wer hatte denn die Frage gehabt? Was sind Sunniten? Die dürfen lügen. Die dürfen nicht lügen. Doch, Sure 3, Vers 28 erlaubt auch ihnen zu lügen. Das kannst du dann nachlesen im Tafsir Ibn Kathir. Ja, wurde Ibn Kathir dann eine Begebenheit zitiert, wo Abu Ad-Darda, ein Sahabi, unter der Macht der Ungläubigen stand und äußerlich den Nichtmuslimen ins Gesicht lächelte, während er sie im Herzen verfluchte. Weil er hatte keine Macht über sie, sonst hätte er sie zum Islam gezwungen. Deswegen hat er sie angelächelt, aber in seinem Herzen hat er die Ungläubigen verflucht. Heftig, ne? Wir lächelten in die Gesichter mancher Nichtmuslime, aber unsere Herzen haben sie verflucht. Wahnsinn, ne? Es ist ausgeschlossen für einen Muslim, Liebe in seinem Herzen für Ungläubige zu öffnen, zu haben. Im Islam sind Notlügen erlaubt. Im Islam ist allgemein Lügen erlaubt. Das ist gar kein Problem. Die Begebenheit haben wir ja da in Sahih Bukhari 30:32, ne, wo der Ka'b ibn Ashraf ermordet wird, ne, durch Muhammad bin Maslama, und er von Muhammad die Erlaubnis bekommt, ihn anzulügen, um sein Vertrauen zu gewinnen. Guck mal, wie hinterlistig und bösartig das ist, ne? Danke dir dann. Ja, ich mach mal weiter. Warum Mohammed zufolge manche Menschen schielen? Der Prophet sprach: O Ali, habe keinen Sex mit deinen Ehefrauen während des Nachmittags. Denn wenn du zu dieser Zeit eine deiner Ehefrauen schwängerst, so gebärt sie dir einen Sohn, der schielt, und Satan erfreut und erregt ist, wenn er sieht, dass eine unter den Menschen schielt. Das ist so krank, ey. Das befindet sich in Makarem al-Akhlaq, Seite 209. Warum Mohammed zufolge manche Menschen als Stumme geboren werden? Ja, warum denn? Der Prophet sprach: O Ali, spreche nicht, während du Geschlechtsverkehr hast. Denn wenn du während des Geschlechtsverkehrs sprechen solltest und deine Ehefrau wird schwanger, so kann es sein, dass sie dir einen stummen Sohn gebärt. Ist das Wissenschaft oder was? Welcher Arzt oder welcher Biologe oder was auch immer würde so eine Aussage denn unterschreiben und Stempel draufgeben? Und ihr wisst ja, dass Mohammed nicht einfach so aus sich redet. Er redet, weil Gott ihm das so gebietet. Und jetzt muss ich wieder an diesen Russen denken, ne, der so eine dumme Entscheidung getroffen hat. Ne. Ja, jetzt kann er sich freuen, dass der Satan immer Haare von seinem Anus klaut. Schaut euch das an. Überliefert von Abdullah ibn Masud. Es wurde gesagt: Satan kommt während des Gebets zu dir und stiehlt Haare von deinem Anus. Damit hört Satan nicht auf, ehe er einen Furz von dir hört und er diesen Furz auch riecht. Wo finden wir das? Mujama al-Zaid wa Manba al-Fawaid, Nummer 1251 und in Musnad Ahmad Hadith 11.5.02. Majma al-Zawaid wa Manba al-Fawaid. Ja, genau, da ist das. Majma al-Zawaid wa Manba al-Fawaid von Ibn al-Haythami, Nummer 1251. Satan klaut euch während des Gebets, von Abu al-Bara und die ganzen Leute. Jetzt gerade gleich, wenn die beten, da kommt der Satan und stiehlt, während die diese Beugung machen, stiehlt er diese Anushaare von ihnen. Und dann möchte er, dass dann möchte Satan, dass die Muslime dann furzen, weil er liebt das, diesen Geruch. What a fart. Das kannst du keinem erzählen, das ist Comedy-Show, ehrlich. Warum werden denn zum Beispiel Menschen blind geboren, ihr Lieben? Pass mal auf, was Mohammed sagt. Der Prophet sprach: O Ali, sieh dir während des sexuellen Verkehrs nicht die Vagina deiner Ehefrau an, da dies angeborene Blindheit bei deinem Kind verursachen kann. Geh mal zu einem Biologen oder zu einem Arzt und zeig ihm das mal. Ich würde mal gerne die Reaktion von dem Arzt dann sehen, ne?
Mal gucken, ob der sagt, boah, das ist ja vollkommen richtig. Und das steht so 1000 Jahre so in diesen Büchern drin. Absolut Wahnsinn. Ich kann Ihnen nur diese Religion empfehlen. Ich konvertiere auch noch zum Islam. Ist das nicht zu fassen? Wo steht das, Bruder? Das steht in Makarim al-Akhlaq auf der Seite 209. Mohammeds Erklärung für gleichgeschlechtliche Neigungen. Der Prophet sprach: O Ali, habe keinen sexuellen Verkehr mit deiner Ehefrau, während es dir nach anderen Frauen gelüstet. Denn ich befürchte, dass wenn du sie in einem solchen Moment schwängerst, dir ein Sohn geboren wird, der homosexuell weibisch und geistesgestört ist. Wo finden wir das? In Bihar al-Anwar, Band 100, Seite 281. So. Mal von. Das ist so krass, ne? Mach vor dem SEX das Licht aus oder es wird dir noch leid tun. Achtung. Ja. Der Prophet sprach: O Ali, habe mit deinen Ehefrauen keinen sexuellen Verkehr bei brennendem Kerzenlicht. Wenn du das tust, so wird das Herz deines Sohnes geblendet und voller Geiz sein. Makarim al-Akhlaq, Buch der Hochzeitsnacht, Kapitel 4, Seite 210. Nur Esel machen es im Stehen, also lass es sein. Der Prophet sprach: O Ali, habe mit deiner Ehefrau keinen sexuellen Verkehr im Stehen, da dies die Sex-Stellung der Esel ist. Wenn du sie im Stehen schwängerst, so wird der Sohn, den sie dir gebärt, wie die Esel überall hinpinkeln. Ich kann nicht mehr, das kann doch, kannst du keinem erzählen. Ey. Das ist das Buch von CP. Da habt ihr die ganzen Quellen drinne. Sehr gut. Wirklich. Wie heißt das Buch? Das heißt SEX und Allah. Ich glaube aber, das gibt es gar nicht mehr sag mal schnell, auf Amazon oder was, ne? Ich glaube, auf Amazon gibt es das leider nicht mehr. Danke, Majenka. Müsst ihr aber mal schauen. Ich glaube, im Englischen gibt es das noch. Ach, auf Amazon hast du es bestellt, ja. Da habt ihr diese ganzen, das ist voll gut, dass ihr. Zum Beispiel. Da habt ihr natürlich die ganzen Beweise in einem Buch, in zwei Büchern verpackt, ne? Also von daher. Und ja, könnt ihr das dann schön nutzen, könnt ihr euch Wissen aneignen, ne? Und dann dementsprechend auch einsetzen. Danke, ihr Lieben, Dankeschön. Leute, jetzt kommen. Ich zähle von drei runter und dann geben wir wieder Gas. 3, 2, 1, jetzt. Jetzt. Alle zusammen. Okay, also wenn du es noch gesehen hast, dann ist gut. Würgender Engel. Jibril. Würgender Engel Jibril. Welcher Tag ist der beste, um SEX zu haben? Montag und warum?
Alles, was jetzt kommt, lesen wir in Makarim al-Akhlaq im Buch der Hochzeitsnacht in Kapitel 4 auf der Seite 211. Der Prophet sprach, O Ali, du solltest mit deiner Ehefrau montags sexuellen Verkehr haben. Denn wenn deine Ehefrau an einem Montag schwanger wird, so wird dein Sohn von ganzem Herzen das Buch Allahs auswendig kennen und das Schicksal nach Allahs Plan wertschätzen. Montag? Montag ist doch der schlimmste Tag überhaupt. Direkt alle, Montag ist der schlimmste Tag. Der Prophet sprach, O Ali, wenn du an einem Dienstag sexuellen Verkehr mit deiner Ehefrau hast und sie von dir schwanger wird, so wird deinem Sohn zusätzlich zur Shahada, die Annahme des Islam, das Geschenk zuteil, als Märtyrer zu sterben. Und Allah würde ihm niemals quälen, wie er die Ungläubigen quält. Allah würde ihm den reinen Geschmack von Essen in den Mund geben und er würde von ganzem Herzen barmherzig sein und seine Zunge wäre frei von Gossensprache, Lügen und Falschheit. Ach, so ist das. Daher kommt das. Die haben also alle an einem Montag sexuellen Verkehr gehabt. Nicht an einem Dienstag. Deswegen reden die so. Jetzt wissen wir das doch. Wenn jetzt demnächst jemand reinkommt, dann müssen wir die fragen, haben eure Eltern vielleicht an einem Montag Verkehr gehabt? Es wäre besser an einem Dienstag. Danke, Terminator. Der Prophet sprach, O Ali, wenn du sexuellen Verkehr mit deiner Ehefrau hast und es Dienstag ist, so wird dein Sohn ein Herrscher von Herrschern und ein Lehrer für die Gelehrten sein. Aha. Der Prophet sprach, O Ali, wenn du sexuellen Verkehr mit deiner Ehefrau am Dienstag zur Zeit des Sonnenuntergangs hast und deine Ehefrau schwanger wird, kann Satan deinem Sohn nicht nahe kommen und dein Sohn wird keine grauen Haare bekommen. Das ist Blödsinn. Blödsinn vom Feinsten. Danke, Edin, danke sein. Und dein Sohn wird keine grauen Haare bekommen, ehe er alt ist. Und Allah wird ihm mit Zuversicht im Glauben während eines irdischen Lebens segnen. Der Prophet sprach, O Ali, wenn du freitagnachmittags sexuellen Verkehr mit deiner Ehefrau hast und sie schwängerst, so wird dein Sohn ein anerkannter und überaus bekannter Gelehrter sein. Und wenn du nach dem Abendessen sexuellen Verkehr mit ihr hast, so kann man hoffen, dass ihm mit Allahs Einwilligung einer der vier höchsten Gelehrtenränge zuteil wird. Was meint ihr, wenn die Leute das so lesen? Die nehmen das ja ernst. Und dann fangen die auf einmal an einem Freitagnachmittag dann loszulegen, ne? Und dann sehen die auf einmal, dass das alles Quatsch ist, weil ihr Sohn dann der übelste Verbrecher wird, der nicht betet und gar nichts macht. Das kannst du keinem erzählen, ey. Das ist heftig. Haben wir lebensgefährlich, ich glaube, wir machen uns alle Sorgen. Gott sei immer mit dir. Natürlich, der Herr Jesus Christus ist ja da. Und wenn ich abberufen werde, dann werde ich abberufen. Ist doch kein Problem, solange machen wir weiter. Betet immer für euren Dr. Sheikh Abu Amir. Ich höre zum ersten Mal aus dem Koran, dass es über Liebe geht. Das ist aber leider nicht aus dem Koran, das sind die Aussprüche von Mohammed. Welche Uhrzeit ist am besten noch? Ja, hier wird das nicht genannt. Leider nicht. Keine Uhrzeit. Ihr kennt das ja mit dem Baby, ne? Wo ich euch das erklärt habe, wenn wir ein Baby so krabbeln sehen, wie das so süß finden, es hochheben, knuddeln und so sagen, wie süß, das Baby. Was macht Mohammed? Guck mal hier. Es ist überliefert von Ummul Fadl, dass der Apostel Allahs Habiba vor sich sah, die zu diesem Zeitpunkt noch ein Kind war, das erst kürzlich das Säuglingsalter überschritten hatte. Und er sprach, sollte sie dafür bereit sein und ich bin noch am Leben, so will ich sie zu meiner Ehefrau machen. Musnad Ahmad Hadith 26329. Der Mohammed hat sogar bei einem Baby Heiratsverlangen. Musnad Ahmad Hadith 26329. Ne, ihr wisst ja, wenn wir ein Kind oder ein Baby sehen, wir heben es hoch, wie wunderschön knuddeln es, ne? Oh, Baby, das kennt ihr ja. Was macht Mohammed? Der guckt das Baby an und sieht auf einmal, oh, wenn du ein Stückchen noch größer wirst, ich werde dich heiraten. Das kannst du keinem erzählen.
Ja, das tut natürlich weh, ne, wenn man sowas dann hört, ne, oder liest. Unglaublich. Lesung mit Dr. Scherer war mir am Abend. Ist das krass. Das ist auch heftig. Allah verheiratet Mohammed mit der Mutter Jesu. Ami, wann steigt in sich die Gartenparty? Gartenparty mit Dr. Scherer. Ami, danke dem. Danke, Danny. Danke, Marie. Gartenparty. Ich lade euch alle zum Grillfest ein. Barbecue-Grillfest. Lasst mich euch das mal vorlesen. Allah verheiratet Mohammed mit der Mutter Jesu. Die nachfolgende Überlieferung ist ein weiteres ekelhaftes Beispiel für Mohammeds Anstandslosigkeit und seinen kranken Geist. Sie handelt vom letzten Gespräch, das zwischen Mohammed und seiner Ehefrau Khadija stattfand, bevor diese starb. Es ist überliefert, dass der Gesandte Allahs an seiner Ehefrau Khadija herantrat, als sie in ihrem Sterbebett lag und zu ihr sprach, O Khadija, wenn du im Himmel meine Ehefrauen siehst, so sei nett und richte ihnen meine Grüße aus. Boah, wie bösartig, ey. Deine Frau liegt im Sterben und du sagst ihr so einen Satz. Was meinst du, wie die Frau sich in dem Moment gefühlt hat, ey? Ja, wenn du im Himmelreich bist, sag meinen Frauen guten Tag. Diese Frau ist gerade am Sterben, das ist deine Ehefrau und du sagst ihr sowas? Das kannst du keinem erzählen, ey. Daraufhin sprach Khadija, O Gesandte Allahs, du hattest schon vor mir mit Frauen geheiratet. Er sprach, nein, das nicht. Aber Allah hat mich mit Maryam bint Imran verheiratet. Nein, das nicht. Aber Allah hat mich mit Maryam bint Imran, Asiya, der Tochter von Musahim und Kulthum, der Schwester von Moses, verheiratet. Zu lesen in Al-Bidaya wal-Nihaya, Band 2, Seite 62. Majma al-Zawaid, Band 9, Seite 219. Der nachfolgende Text, den ich euch vorlese, ist von CP. Mit Maryam meint Mohammed hier die Mutter von Jesus Christus. Asiya ist die Gemahlin Pharaos und Kulthum ist Mohammed zufolge die Schwester von Moses. Ich denke, dass sich hier eindeutig der Größenwahn eines Mannes zeigt, der sich für den besten Mann auf Erden hielt. Sein Narzissmus war dermaßen ausgeprägt, dass er berühmte Frauen aus alten Zeiten einzig während ihres Ansehens oder Ruhms zu seinen Ehefrauen ernannte. Mohammed meinte, dass er es verdient hätte, mit ihnen das Bett zu teilen. Er glaubte, dass sich die ganze Erde einzig und allein um ihn drehte und hielt es für sein Recht, alles und jeden besitzen zu können. Mit seiner anstandslosen Behauptung über die Gottesmutter konnte er zudem die Gefühle aller damaligen Christen verletzen und umso mehr auf den christlichen Glauben spucken. Und behalte hierbei bitte im Hinterkopf, dass Mohammed Maria, die Mutter Jesu, bereits für Miriam, der Schwester von Moses, hielt. Kein Mensch weiß, wie er darauf kam, dass Moses noch eine weitere Schwester gehabt haben soll, die Kulthum hieß. Ebenso weiß kein Mensch, wieso Mohammed die Gemahlin Pharaos Asia nannte. Laut einer anderen Überlieferung setzte Mohammed auch die Schwester Noahs auf die Liste seiner zukünftigen Paradiesfrauen. Er, Allah, versprach ihm von den Nichtjungfrauen Asiya, die Tochter Musaims, und die Gemahlin Pharaos und die Schwester Noahs. Und von den Jungfrauen versprach er Allah ihm Maryam bint Imran, Maria, und die Schwester von Moses. Majma al-Bahrin fi Zawaid al-Majmin, Band 6, Seite 79 und 78. Heftig, ey.
Dieses Buch gibt's auf Deutsch. Ach so, diese Bücher, diese Quellen, ne, die ich nenne, nein, die kannst du nur auf Arabisch lesen. Du brauchst also jemanden, der fähig ist, die Bücher online für dich rauszuholen und dann mit dir zu lesen. Ja, das ist eine gute Quelle an ein gutes Buch voll mit Quellenangaben, ne? Das ist das. Wenn jemand sagt, oh, das ist das Buch von CP, dann sagst du, du tickst ja nicht ganz richtig. Hier könnte irgendein Titel draufstehen. Solange sich die Beweise hier drinnen finden und man nachschlagen kann, wo sich das befindet, ist dieses Buch akkurat und man kann es ja zitieren. Oder nicht? Das ist nur eine faule Ausrede, weil sie genau wissen, was sich in den islamischen Schriften befindet. Guckt euch das bitte an. Hört sich das nicht an wie Valhalla? Schaut euch das mal bitte an wie Fantasie. Guck mal. Überliefert von Abu Huraira. Derjenige, der die meisten Hadith überliefert hat, das ist Abu Huraira. Der Gesandte sprach, im Himmel gibt es einen Fluss und auf beiden Seiten dieses Flusses in seiner gesamten Länge stehen sich singende Jungfrauen gegenüber. Ihre Stimmen sind die schönsten, die ein Geschöpf Allahs jemals hören kann. Und seinen Dienern wird dort ein Vergnügen zuteil wie niemals zuvor. Buch von Al-Ba'ith wal-Nusur, Seite 383. Ihnen werden Teller, Schüsseln und Kelche aus Gold überreicht, alles, was sie begehren, und dort sein und alles, woran sich ihre Augen erfreuen können. Dort sollt ihr ewig verweilen. Koran, Sure 43, 71, das ist aus Koran. Sure 43, Vers 71. Was CP schreibt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Kind Trickfilme wie Ali Baba und die 40 Räuber, Sindbad und viele mehr gesehen habe. Die Geschichten und Legenden, auf denen solche Trickfilme basieren. Das ist heftig. Existieren im Nahen Osten bereits viele Jahrhunderte vor Mohammed. Sie kommen hauptsächlich aus Indien und dem Perserreich, siehst du, wie ich euch gesagt habe, und handeln oft von fliegenden Teppichen, Flaschengeistern und in Wunderlampen und ähnlichen. Sie wurden von Generation zu Generation weitergegeben, an die arabische Kultur angepasst und erfreuen sich heutzutage auch im Westen großer Beliebtheit. Der Koran übernahm viele Elemente aus diesen Geschichten und Legenden und machte sie zu einem Teil von Allahs Verheißungen. Zum Beispiel die Erfüllung aller Wünsche. Allah verheißt, dass im Himmel, wo die Gläubigen eines Tages eintreten würden, einen Muslim ausnahmslos jeder Wunsch erfüllt wird. Alles, was sie begehren, wird dort sein. Und hier heißt es, die erste Gruppe, die das Paradies betritt, wird so weiß sein wie der Vollmond bei Nacht. Diejenigen, die nach ihnen eintreten, werden aussehen wie der hellste Stern am Himmel. Sie werden weder Urin noch Kot absondern, noch spucken oder sich die Nase putzen müssen. Ihre Kämme werden aus Gold sein und ihr Schweiß aus Moschus und ihre Räuchergefäße werden Perlen sein. Ihre Ehefrauen werden Hur al-Ain sein, die von Allah speziell für SEX geschaffen werden. Diese Hur al-Ain werden alle gleich aussehen und ihre Statue entspricht der ihres Vaters Adam, der bekanntlich 60 Ellen groß war. Sahih al-Jami 2015, da finden wir das. Märchenstunde. Das ist so krass. Weiter heißt es, den Muslimen zufolge werden einem Muslim im Paradies Freuden zuteil, die kein Auge je gesehen, kein Ohr je gehört und sich kein Mensch je ausgedacht hat. Dem Muslim wird im islamischen Himmel jeder Wunsch erfüllt. Der Himmel Allahs, so heißt es, ist unbeschreibbar. Der Koran beschreibt den Himmel, obwohl er unbeschreibbar sein soll. Das halte ich für sehr seltsam. In ihm werdet ihr alles haben, was eure Seele begehren. Und in ihm werdet ihr alles haben, worum ihr bittet. Koran, Sure 41, 31.
Selbst Kleidung wächst an Bäumen in Allahs Himmel. Kleidung wächst an Baum Allahs. Ein Mann fragte den Gesandten Allahs, was ist Tuba? Der Gesandte Allahs antwortete, das ist ein Baum, der so groß ist, dass ein Mensch 100 Jahre bräuchte, um von einem Ende des Schattens eines Wipfels zum anderen zu laufen. Und aus den Trieben seiner Zweige wächst die Kleidung der Paradiesbewohner. Wo finden wir das? In Tuhaffat al-Ahwazi, die Beschreibung des Himmels, Hadith 2522. Ihr könnt euch einfach Gucci-T-Shirts von Allahs Baum runterziehen. Prada und Gucci. Prada und Gucci für euch alle. Ist das so fassen? Ja, wer will das nicht? Wer will nicht? Wer will schon hier mit so Billigklamotten? Ich will Gucci haben und Louis Vuitton und sowas, genau. Louis Vuitton. Schaut euch bitte das an. Jihad für Allah oder für die Vulvas? Tatsächlich, die Mehrzahl von Vaginen lautet nicht Vagina, sondern Vaginen. Viele von uns haben die schrecklichen Terroranschläge am 11. September 2001 miterlebt. Mehr als 3000 Menschen verloren in diesem brennenden Inferno ihr Leben. Wir sahen, wie 19 Mohammedaner zu Selbstmordattentäter wurden, mit dem Ziel, so viele Unschuldige wie nur möglich mit in den Tod zu reißen. Und viele, wenn nicht alle Mohammedaner, nennen diese Selbstmordattentäter die mutigen, glorreichen 19. Und bezeichnen sie als 19 tugendhafte Männer. Jedoch sieht die Wahrheit ganz anders aus. Die Handlungen dieser 19 Männer hatten nichts mit Mut oder Tugendhaftigkeit zu tun, sondern mit Verheißung, mit Verzweiflung, sexueller Verzweiflung. Ihr Leben war freudlos und sie sehnten sich nach etwas Besserem. Nach einer Ewigkeit voller Sex. Hier ist eine der vier Geschichten, mit denen muslimische Männer dazu ermutigt werden, für Allah alias Muhammad zu sterben. Siehst du die Gehirnwäsche? Und da fängt das an, wenn ein Konvertit auf einmal zum Islam konvertiert und der Muslim Ahnung von seinen Schriften hat, kann ihn aufgrund dieser Schriften so manipulieren, dass er bereit ist, einen Gürtel um seinen Bauch zu schnüren und in Allahs Feinde zu bekriegen. Guck mal hier, überliefert von Thabit al-Lubnani. Ich war bei Anas bin Malik, als einer seiner Söhne aus dem Dschihad zu ihm zurückkehrte. Sein Name war Abu Bakr. Und er sprach, soll ich dir von einem meiner Freunde erzählen? Wir kamen von einem Angriff im Namen des Dschihad zurück. Da fing er an zu schreien. Oh, willkommen, oh, willkommen. Also fragten wir ihn, was mit ihm los ist, da wir glaubten, er hätte seinen Verstand verloren. Seiner Geschichte nach sprach dieser Freund dann, eine Zeit lang dachte ich, dass ich auf Erden nicht heirate, da ich ein Märtyrer sein will. Denn wenn ich als Märtyrer sterbe, so wird Allah mich mit den Hurul-Ain, Jungfrauen, verheiraten. Da ich schon so lange versuche, als Märtyrer zu sterben und es immer noch nicht geklappt hat, sagte ich zu mir selbst, dass ich heiraten werde, sobald ich wieder zu Hause bin. Dann erschien mir eine Gestalt im Traum. Sie fragte mich, bist du derjenige, der sagte, er würde heiraten, sobald er wieder zu Hause ist? Steh auf, Allah hat dich mit Al-Aina verheiratet. Die Gestalt brachte mich an einen grünen, mit Gras bedeckten Ort und zeigte mir 10 Frauen, die mit ihren Händen Arbeit verrichteten. Derartige Schönheit und Güte wie die ihre habe ich nie zuvor gesehen. Und so sprach ich, wer von euch ist Al-Aina? Sie sprachen, wir sind ihre Dienerinnen. Du bist auf dem Weg zu ihr, geh weiter. Dann kam ich an einem anderen grünen Ort an, der schöner und mit noch mehr Gras bedeckt war als der vorherige. Und da waren 20 Frauen, die mit ihren Händen Arbeit verrichteten. Derartige Schönheit und Güte wie die ihre habe ich nie zuvor gesehen. Verglichen mit ihnen waren die ersten 10 Frauen, die ich zuvor sah, gar nichts. Sie sprachen, wir sind ihre Dienerinnen, du bist auf dem Weg zu ihr, geh weiter. Dann kam ich an einem weiteren grünen Ort an, der noch schöner und mit noch mehr Gras bedeckt war. Alles ist im Islam dreimal, merkt ihr? Die Geschichten werden immer dreimal erzählt.
grasbedeckt war als der zweite. Und da waren 40 Frauen, die mit ihren Händen Arbeit verrichteten. Derartige Schönheit und Güte wie die ihre habe ich nie zuvor gesehen. Verglichen mit ihnen waren die ersten 10 und darauffolgenden 20 Frauen, die ich zuvor sah, gar nichts. Und so sprach ich, wer von euch ist Al-Aina? Sie sprachen, wir sind ihre Dienerin, du bist auf dem Weg zu ihr, geh weiter. Dann ging ich weiter und fand einen hohlen Rubin mit einem Bett darin vor. Und auf dem Bett lag eine Frau darauf, deren Körper so üppig war, dass ihr Fleisch von den Bettkante herunterhing. So fett war die Frau. Und so sprach ich, bist du Al-Aina? Sie sagte, ja, ich bin es. Also ging ich zu ihr, um sie anzufassen. Doch sie hielt mich an und sprach, du hast noch immer etwas Menschliches, ein Leben an dir. Jedoch wirst du heute Nacht mit uns zusammen speisen. Dann erwachte ich von meinem Traum und hörte einen Mann rufen, reitet, o Pferde Allahs. Abu Bakr fuhr fort, also gingen wir und standen dann dem Feind gegenüber. Und ich sah diesen Mann, der die Geschichte von seinem Traum erzählte und die Sonne an, und ich war mir nicht sicher, was in diesem Moment zu Boden fiel, sein Kopf oder die Sonne. Wo finden wir das? Im Buch Al-Fawaid, Hadith 887 von Imam Abu Bakr al-Shafi. Was sagt der Christian Prince weiter? Was für ein famoses Konzept. Der Islam bringt triebgesteuerte Männer dazu, bereitwillig für die Sache Allahs zu sterben, indem er ihnen leere Versprechungen von ewig währenden sexuellen Freuden im Jenseits macht. Sie hinterfragen nicht, solange sie leben. Erst wenn sie bereits tot sind, begreifen diese Männer, dass sie auf eine Lüge hereingefallen sind. Es ist eine risikofreie Betrugsmasche. Jetzt weißt du, warum sich die Männer aus dem Männer aus aller Welt ISIS, Al-Qaida, Hamas und den anderen islamischen Terrororganisationen anschließen. Sie tun das nicht aus Liebe zu Allah, sondern aus Liebe zu Vaginen. Genau deshalb findet man auch nur sehr selten weibliche Mohammedaner, die sich bereitwillig für Allah in die Luft sprengen. Denn der Himmel Allahs ist ein Himmel für Männer. Er wurde von einem fleischlich denkenden Mann speziell für fleischlich denkende Männer erfunden. Ich kann mich noch gut an eine Frau erinnern, die den Islam verließ. Nachdem sie und ich ein langes Gespräch miteinander führten, sagte sie zu mir, ich habe den Islam nicht deinetwegen verlassen, sondern wegen der Wahrheit, die du mir vermittelt hast. Der Islam wurde von einem Mann für den Mann geschaffen. Mohammed war also derjenige, der jeden Muslim von Allahs Antwort auf die Rotlichtviertel von Bangkok träumen ließ. Heftig. Was aber hinderte ihn daran, sich ebenfalls diesen Traum zu erfüllen? Warum kämpfte er nicht selbst an vorderster Front für Allahs Sache? Das hatte einen einfachen Grund. Er hatte seine Männer getäuscht. Er sagte ihnen, was sie hören wollten. Einmal befahl er ihnen, die Römer anzugreifen, um so an ihre Blondinen heranzukommen. Das funktionierte gut, und er begriff, je mehr SEX-Lohn ich ihnen verspreche, umso bereitwilliger werden sie für mich sterben. Was ein krasses Ding, ne? Diese fleischliche Gelüste eines Mannes zu erwecken, damit sie für ihn morden gehen. Guckt euch das bitte an. Ist das zu fassen? Von diesem Moment an war alles, was Mohammed zu tun musste, seinen Soldaten zu sagen, wo genau sie kämpfen sollten. Dann blieb er irgendwo weit abseits der Schlacht in Sicherheit und wartete so lange, bis seine Männer entweder den Sieg für ihn errungen hatten oder bei dem Versuch getötet wurden. Ihr wisst ja, der Mohammed war bei fast allen Schlachten so an der Seite und hat immer zugeguckt. Abu Huraira sagte, dass der Gesandte Allah sprach, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt. Ich wünsche mir so sehr, ich könnte für die Sache Allahs kämpfen und als Märtyrer sterben, wieder auferstehen und erneut als Märtyrer sterben, wieder auferstehen und erneut als Märtyrer sterben, wieder auferstehen und erneut als Märtyrer sterben. Abu Huraira hat diese Worte dreimal wiederholt, und ich bezeuge es bei Allah. Sahih al-Bukhari 7227.
Da Mohammed das Schlachtfeld mied, konnte er von seinen Feinden auch nicht im Kampf getötet werden. Also blieb der Person, die ihn umringen wollte, nichts anderes übrig, als auf Gift zuzugreifen. Der Prophet sprach in der Unterkunft, in der er starb, immerzu nur: O Aisha, ich spüre noch immer den Schmerz, den das Essen, welches ich in Khaybar gegessen habe, ausgelöst hat. Und nun fühle ich mich so, als würde meine Aorta von diesem Gift durchschnitten werden. Sahih al-Bukhari 4428. Heftig, ne, ihr Lieben? Er hätte eigentlich als normaler Krieger in der Schlacht sterben müssen, ne? Aber er wurde dann eiskalt vergiftet von dieser Jüdin, die ihn dann gesagt hat: Wärst du nämlich ein Prophet, hätte dieses Gift dir niemals etwas angetan. Wärst du aber ein König, würde dieses Gift dich töten. Hier, siehst du? Da habe ich direkt den Ritterschlag bekommen. Von der Community. Ritterschlag, kennt ihr doch, ne? Du nimmst das Schwert und dann gehst du als Ritter so... Sir, Dr. Sheikh Abu Amir. Danke, Tina. Danke auch an den Ritterhelm. Wer war das? Ritterhelm. Josef Abdo, danke dir. Hat Römisches Reich gesendet. Römisches Reich, danke fürs Römische Reich. Und weiter heißt es, die Person, die ihn vergiftete, war eine Jüdin. Mohammed ermordete ihre gesamte Familie und tötete ihren gesamten Stamm. 900 Menschen, die sich widerstandslos ergaben, wurden von Mohammeds Schergen an jenem Tag wie Tiere abgeschlachtet. Überliefert von Aisha, Mutter der Gläubigen, sie sprach, bis auf eine wurde jede Frau von Stamm von Banu Qurayza umgebracht. Diese eine Frau war bei mir und redete und lachte auf ihren Rücken und auf ihrem Bauch liegend. Der Gesandte Allahs hatte ihre Leute mit dem Schwert getötet. Plötzlich rief ein Mann ihren Namen und sprach: Wo bist du? Sie antwortete ihm und fragte sie darauf: Was ist los mit dir? Sie sprach: Ich habe etwas nie Dagewesenes vollbracht. Der Mann nahm sie mit und enthauptete sie. Aisha fügte dem hinzu: Ich werde niemals vergessen, wie sehr sie lachte, obwohl sie wusste, dass man sie töten würde. Also sie hat einen Rappel bekommen. Diese Frau hat mit ansehen müssen, dass ihr gesamter Stamm ausgelöscht wird. Und dann hat sie so einen Rappel bekommen, hat dann auch angefangen, hysterisch zu lachen und auf dem Boden so. Und sofort haben sie gepackt, enthaupten, weg damit. Sunan Abi Dawud 2671. Abgefahren, ne, ihr Lieben. Immer wieder, Herr Jesus Christus, jedem Muslim die Augen öffnen, ne? Dass sie anfangen umzukehren und nachzudenken, wer diese Person Mohammed überhaupt war, ne? Was die islamischen Schriften dahergeben, ne? Absolut geisteskrank. Ja. So ist das. Komm, die 500.000 machen wir noch voll und dann machen wir langsam Schluss. Ich habe auch noch nichts gegessen, ihr Lieben. Komm, 3, 2, 1, jetzt. Alle zusammen. Alle zusammen, ihr Wundervollen. Kennst du Hadithe 4158? Was sagst du dazu? Von was? Von Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Was denn genau? Leute, jetzt alle zusammen. 50 Shades of Muhammad. 70. Ja, ich hatte nur eine Kleinigkeit gegessen, aber ich habe Hunger. Langsam, aber sicher. Zuerst die Arbeit und dann Essen. Erst muss Dr. Sheikh Abu Amir arbeiten und dann wird gegessen. Sunan Abu Dawud, okay. So, Sunan Abu Dawud was? Amir, kannst du etwas über die ersten Kriege von Mohammed erzählen? Ja, die ersten Kriege sind ja natürlich ganz, ja, wie soll man das sagen? Er hatte erstmal gar keine Leute um sich herum. Er wurde ja von seinem Stamm vertrieben. Erst in Medina fruchtete so richtig sein Islam, wo die ersten Leute dann anfingen, den Islam
anzunehmen und er eine große Schar an Menschen um sich hatte. Und dort wurde der erste islamische Staat dann gegründet. Und dort griff er dann die ganzen jüdischen Stämme als erstes an. Das waren so die ersten Kriege von ihm. Banu Qurayza, Banu An-Nadir und. Das könnt ihr in der Geschichte von Mohammed nachlesen. Alle seine Feldzüge sind dort beschrieben in Ibn Ishaq, ne, und Ibn Ishaq. Und, achso, du wolltest das mit dem Burak vorlesen. Ja, ich guck mal, ob ich das mal hier finde. Auf dem Rücken eines Esels. Wartet mal. Das ist das hier. Ne? Ich weiß, dass es in einem von den Büchern, von den drei Büchern drin ist. Ne? Ah, hier. Mohammed reist auf dem Rücken eines fliegenden Esels zu Allah. So. Ja, siehst du, ich wusste es doch. Dr. Sherabo, mir findet das immer. Also war das? 230. Ja, Seite 230. Märchenstunde mit Dr. Sherabo, Amir. Lieben. Hier, Mohammed, ich zitiere, Mohammed reist auf dem Rücken eines fliegenden Esels zu Allah. Allahs Gesandter berichtete ihnen von seiner nächtlichen Expedition und sprach, zur gleichen Zeit, zu der ich mich in meinem Haus ausruhte, kam jemand zu mir, schnitt meinen Leib und schlitzte mich von hier bis dorthin auf. Ich fragte Al-Jarud, der sich neben mir befand, was meint er, der Prophet, damit? Er sprach, er will damit sagen, dass er von der Kehle entlang bis zum Intimbereich aufgeschnitten wurde. Der Prophet fuhr fort und sprach, er nahm mir anschließend das Herz heraus, dann wurde mir eine Goldschale des Glaubens zuteil und er wusch darin mein Herz. Mehr noch wurde mein Herz mit einem Gericht aus Glauben und Weisheit erfüllt. Weisheit gefüllt. Woraufhin er wieder an seiner ursprünglichen Stelle anbrachte. Als nächstes wurde ein weißes Tier zu mir gebracht, welches kleiner als ein Maultier und zugleich größer als ein Esel war und diesen Tieren ähnelte. Dazu fragte Al-Jarad, es war Al-Burak, siehst du, Al-Burak, nicht wahr, Abu Hamza? Ich antwortete mit einem Ja. Dann offenbarte uns der Prophet, das Tier machte so große Schritte, dass die Vorderläufe des Tieres bei jedem seiner Schritte noch gerade so in dessen Sichtweite für das Tier wahrnehmbar waren. Ich bestieg das Tier und es flog die Straße zum Himmel entlang und Jibril gesellte sich zu mir auf seinem Rücken, bis wir den untersten Himmel erreichten. Dort angekommen ordnete er Jibril an, dass das Tor zu unserem Einlass geöffnet werde. Eine Stimme fragte, wer ist da? Jibril antwortete, ich bin es. Die Stimme fragte ihn wieder, wer begleitet dich da? Jibril antwortete, es ist Mohammed. Die Stimme reagierte. Mohammed wurde hierher gebeten. Jibril gab der Stimme eine Antwort. In der Tat, ja,
Er sollte kommen. Anschließend erklangen die Worte, er ist willkommen. Welch außergewöhnlicher Besuch! Dann wurde das Tor geöffnet und ich betrat den ersten Himmel, wo ich Adam sah. Djibril sprach zu mir, das ist dein Vater, Adam, grüße ihn. So grüßte ich Adam und er gab mir seinen Gruß zurück und sprach, sei willkommen, o aufrichtiger Sohn und aufrichtiger Prophet. Danach stieg Djibril mit mir in den zweiten Himmel auf und er, Djibril, bat am Tor des zweiten Himmels um unseren Einlass. Eine Stimme fragte, wer treibt sich da rum? Djibril antwortete, ich bin's, Djibril. Die Stimme fragte ihn wieder, wer ist deine Begleitung? Djibril antwortete, das ist Mohammed. Die Stimme reagierte mit den Worten, er wurde hingebeten. Djibril gab eine Antwort, in der Tat, ja, er soll uns besuchen. Anschließend sprach die Stimme, er ist willkommen. Welch fabelhafter Besuch sein Besuch doch ist. Das Tor wurde geöffnet, als ich den zweiten Himmel betrat, sah ich dort Yahya, Johannes, den Täufer und seinen Cousin Isa, Jesus. Djibril sprach zu mir, das sind Johannes und Jesus, grüße sie. So grüßte ich sie und beide gaben mir ihren Gruß zurück. Also die haben gesagt, Assalamu alaikum, hey, Assalamu alaikum. Also dieser Isa hat dann Mohammed so gegrüßt, hey, Assalamu alaikum, na grüß dich, wie geht's dir? In großen Sprachen, sei willkommen, o aufrichtiger Bruder und aufrichtiger Prophet. Ah, Jesus nennt also Mohammed Bruder, wo doch Jesus durch den Apostel Johannes uns mitteilt, dass derjenige, der den Vater und den Sohn leugnet, der Antichrist ist. Und was hat Mohammed getan? Die Gottheit des Herrn Jesus Christus weggenommen, die Sohnschaft. Gott ist weder der Vater, es gibt keinen dreieinigen Gott, komplette Leugnung der Bibel und des biblischen dreieinigen Gottes. Das ist also eine komplette Lüge, was hier abgeht. Sei willkommen, o aufrichtiger Bruder und aufrichtiger Prophet. Danach stieg Djibril mit mir in den dritten Himmel auf und er, Djibril, sprach, Djibril bat am Tor des dritten Himmels um unsere Einlass. Eine Stimme fragte, wer treibt sich da rum? Djibril antwortet, ich bin es, Djibril. Die Stimme fragte ihn wieder, wer begleitet dich? Boah, jetzt wieder das Gleiche. Anschließend sprach die Stimme, er ist willkommen. Was für ein außergewöhnlicher Besuch er doch ist. Alles ist dreimal, das kann doch nicht wahr sein. Alles ist im Islam dreimal, aber lehnen Dreieinigkeit ab. Er ist willkommen. Was für ein außergewöhnlicher Besuch er doch ist. Das Tor wurde geöffnet. Als ich den dritten Himmel betrat, sah ich dort Josef. Djibril sprach zu mir, das ist Josef, grüße ihn. So grüßte ich ihn und er gab mir seinen Gruß zurück und sprach, sei willkommen, o aufrichtiger Bruder und aufrichtiger Prophet. Danach stieg Djibril mit mir in den vierten Himmel auf und er, Djibril, bat am Tor des vierten Himmels um unsere Einlass. Eine Stimme fragte, wer ist denn da? Djibril, bla bla bla. Er ist Mohammed. Die Stimme reagierte mit den Worten, Mohammed wurde hierher gerufen. Djibril antwortet, ja, in der Tat, bla bla bla, sprachen die Engel. Da sprachen die Engel, willkommen sei er, was für ein unglaublicher Besuch er ist. Das Tor wurde geöffnet, als ich den vierten Himmel betrat, sah ich dort Idris. Djibril sprach zu mir, das ist Idris, grüße ihn, so grüßte ich ihn und er gab mir seinen Gruß zurück und sprach, sei willkommen, aufrichtiger Bruder. Und dann weiter, es kam wieder zum nächsten Tor. Djibril antwortet, ich bin es, Djibril, bla bla, boah, ist das lang. Wen der alles da gesehen hat. Oh, ich lese mal weiter. Oh, aufrichtiger Sohn und aufrichtiger Prophet. Dann brachte mich Djibril zum Sudrat al-Muntaha, dem großen Baum des Himmels. Er ist der Baum Allahs. Dort sah ich seine Früchte, die so groß waren wie die Tonkrüge aus Hajar, einem Ort in Saudi-Arabien, der nicht weit von Mekka entfernt ist, und Blätter, die so groß waren wie Elefantenohren. Djibril sprach, das ist der Sudrat al-Muntaha, Allahs Baum. Und da flossen vier Flüsse, zwei von ihnen verließen unterirdisch und waren nicht sichtbar. Und zwei Flüsse waren sichtbar. Ich fragte Djibril, was hat es mit den beiden Flüssen auf sich? Er antwortete, was die versteckten Flüsse angeht, sie sind zwei Flüsse des Paradieses und die sichtbaren Flüsse sind der Nil und der Euphrat. Danach wurde Al-Bayt, Al-Mahmur, das Haus Allahs
vor meinen Augen erhoben und dazu eine große Ladung Wein und dazu eine Ladung Milch und eine dritte Ladung bestehend aus Honig, die man mir zu trinken darbrachte. Ich trank die Milch, Jibril sprach, das ist die islamische Religion, der du und diejenigen, die dir folgen. Dann wurde mir der Befehl zum Gebet erteilt. Es soll täglich gebetet werden. 50 Gebete pro Tag. Ah, das ist der Hadith, wo auf einmal Mohammed mit Allah auf einmal so am Debattieren waren. Diskussion geführt haben. Ist etwas schiefgelaufen, ist das? Könnt ihr mich hören? Amir, mach bitte jeden Dienstag eine Lesestunde. Dann wurde mir der Befehl gegeben, zum Gebet erteilt und es sollte täglich gebetet werden. 50 Gebete pro Tag. Als ich den Rückweg antrat, kam ich Moses entgegen und er fragte mich, was hatte Allah dir als Befehl erteilt? Ich antwortete, mir wurde befohlen, 50 Gebete pro Tag zu sprechen. Moses antwortete mir zurück, deine Anhänger werden mit 50 Gebeten pro Tag nicht zurechtkommen. Und ich schwöre bei Allah, ich habe bereits vor dir Allahs Befehle mit meinen Leuten überbracht und immerzu mein Bestes für die Kinder Israels gegeben, so gut ich konnte. Gehe zu deinem Herrn zurück und verlange von ihm eine Senkung der Mindestzahl der täglichen Gebete, um es deinen Anhängern leichter zu machen und so ihre Gehorsamkeit zu garantieren. Infolgedessen machte ich mich zurück zu Allah auf und Allah brachte sich mir zuliebe dazu, die Zahl der täglichen Gebete um 10 zu verringern und somit auf 40 Gebete pro Tag zu senken. Ich ging wieder zu Mose, doch er wiederholte seine Worte und bat mich darum, dasselbe zu tun, worum er mich zuvor schon gebeten hatte. So begab ich mich erneut zu Allah und er verringerte die Zahl der Gebete um weitere 10 Gebete. Dann ging ich wieder zu Mose, doch er fing von vorne an, bat mich darum, wieder zu tun, was er mir zuvor bereits sagte. Ich ging zu Allah und er befahl mir 10 Gebete pro Tag zu beten. Wieder ging ich zu Moses und er bat mich einmal mehr um dasselbe, woraufhin ich ein weiteres Mal zu Allah ging, der mir dann 5 festgelegte Gebete pro Tag befahl. Als ich dann wieder bei Mose war, sprach dieser, worauf hat sich Allah mit dir zusammen festgelegt? Ich antwortete, mir wurde befohlen, das Gebet 5-mal täglich zu sprechen. Er sprach, ich versichere dir, deine Anhänger werden mit 5 Gebeten pro Tag niemals zurechtkommen. Und daran habe ich keinen Zweifel. Dieselbe Erfahrung habe ich vor dir mit meinem Volk gemacht und ich tat mein Bestes an den Kindern Israel. Also gehe zurück zu deinem Herrn und bitte ihn um eine weitere Verringerung der Gebete als Erleichterung der Last deiner Anhänger. Ich sprach, ich habe so viel in Folge von meinem Herrn verlangt, dass es mich beschämt, aber nun bin ich zufrieden und ergebe mich Allahs Wunsch. Anschließend, als ich den Ort verließ, hörte ich eine Stimme, die sprach, ich bestätige meinen Befehl und habe die Hingabe derer, die mich anbeten, minimiert. Was sagt das Sifi jetzt? Wie wir diesem Märchen entnehmen können, ritt Mohammed die Straße zum Himmel auf dem Rücken eines Esels hoch. Das Tier machte so große Schritte, dass die Vorderläufe des Tieres bei jedem seiner Schritte noch gerade so in dessen Sichtweite für das Tier wahrnehmbar waren. Das Tier erreichte den Himmel deswegen so schnell, weil es sehr große Schritte machte. Sogar der Engel nutzt den Esel, um zu Allah zu gelangen. Ich bestieg das Tier und es flog die Straße zum Himmel entlang. Und Jibril gesellte sich zu mir auf seinem Rücken, bis wir den untersten Himmel erreichten. Wenn die Muslime schon von Wissenschaft sprechen, steckt ein wissenschaftlicher Aspekt hinter der Behauptung, dass wir auf dem Rücken eines Esels hoch in den Himmel gelangen können? Oder handelt es sich hierbei um eine Entdeckung, die von der nicht-islamischen Wissenschaft noch gemacht werden muss? Und bedenke, dass jedes Wort dieser Geschichte nicht metaphorisch, sondern wortwörtlich so wie geschrieben gemeint ist. Der Himmel, von dem Mohammed spricht, ist kein eigener, von unserer Welt unabhängiger Raum, sondern ein physischer Himmel aus Sand und Stein, der gar physisch mit der Erde verbunden ist. Denn wie wir sehen, nennt er 2 irdische Flüsse, die es dort gibt, den Nil und den Euphrat. Komm, wir haben jetzt gleich die 500.000 erreicht, ihr Lieben. Jetzt nochmal Gas geben und dann machen wir langsam Schluss für heute.
Möge der Herr Jesus Christus jeden von euch segnen, behüten und beschützen. Dankeschön für die ganzen Likes, danke für die Geschenke, ihr Wundervollen. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Mache ich jetzt gleich. Komm, lass uns noch die 500.000 knacken, TC, und dann gehen wir. Ami, hast du Lust, auf den Tafsir von At-Tabari einzugehen? Sure 3, Vers 59. Kannst du ja machen.